Hallo und willkommen zu einem weiteren Manga-Review meinerseits. Und zwar geht es heute um Bitum, wenn man es so ausspricht. Ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls, es gibt da auch eine Box-Version, die enthält drei Bänder und kostet somit ebenfalls 36 Euro. Na, jetzt scharf. Na, 36 Euro. Die einzelnen Bänder sind, Moment, ich hole die mal raus, sehr dick, weil es sind halt richtig dicke Bücher, da kostet nämlich 14 Euro. Und ich könnt ihr mal ausrechnen, wenn ihr 14 mal 3 nehmt, dann spart ihr euch definitiv hier einiges an Geld. Ich habe nur die erste Box geholt, die zweite gab es entweder noch nicht, oder ich glaube, ich weiß nicht, ob eine zweite Box überhaupt, ob es eine gibt. Und da habe ich mir auch den gleichen vierten Band geholt. Anime geht bis zum, das sage ich gleich, und zwar zweiter Band, glaube ich, oder dritter. Zwei oder drei, ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber worum es eigentlich geht, das werden wir natürlich vorlesen. Spiel um dein Leben. Ryota ist einer der erfolgreichsten Spieler des Online-Battle-Game Bitum. Doch privat ist er ein arbeitsloser Loser, der noch bei seiner Mutter wohnt. Eines Tages erwacht er auf einer tropischen Insel und findet mitten in seinem eigenen Spiel wieder. Er muss sich gegen tödliche Bombenangriffe seiner Mitspieler wehren und versuchen zu überleben. Doch bei dieser mörderischen Live-Variante gibt es leider keinen Exit-Button. Tja, kein Exit-Button, der Manga ist ab 16. Mystery. Warum wollt ihr mit Mystery scheißen? Das ist doch kein Mystery. Oder bin ich jetzt voll blemblem? Nein, das ist doch... Mystery ist doch... wenn es um, keine Ahnung, so um unerklärliches Phänomene und rätselhaftes Zeug geht. Das ist doch Mystery, nicht das hier. Weil hier wird viel Action gezeigt. Hier wird, man massakriert sich gegenseitig oder je nachdem, wer halt überlebt oder besser ist als andere. Zeichenart finde ich sehr detailliert und auch ziemlich cool. Also die Charakter zeigen da richtig ihre Emotionen. Kann man richtig, nichts falsch machen mit dem Manga. Was ich nicht ausstehen kann, ist halt wie die ganzen, oder, ja, was heißt nicht ausstehen? Es ist halt so, Ryota ist der Typ hier auf dem Cover. Und genau wie er sind seine Mitspieler, die dann auf diese Insel kommen, totale Arschlöcher im Real Life. Und der ist halt nicht nur ein arbeitsloser Loser, der bei seiner Mutter wohnt, sondern der benimmt sich auch noch wie ein Arschloch. Aber auf der Insel ist er dann erstmal voll Panik, weil er halt natürlich nicht sterben will, er will das schon. Und dann, so langsam wird er, wie man es hier vielleicht auf dem vierten Band sehen kann, wieder so langsam zum so ein Badass. Das finde ich zwar gut, die Entwicklung, aber was ich nicht mag, ist, dass er halt die Hintergrundstory von denen, also die, aus welchem Grund die halt da hingeschickt wurden auf diese Insel. Zum Beispiel die hier, das ist doch, wie heißt die, steht das da? Nein. Hab den Namen vergessen von der. Sorry. Die auf jeden Fall seine Partnerin und die hat eben Probleme mit Männern gehabt. Das ist im Übrigen, würde ich sagen, es sind edgy Elemente enthalten, aber wenn dann eher wenig oder man ist nicht darauf. Es ist nicht darauf bezogen worden, weil es geht hier wirklich um Survival quasi, um das gegenseitige Abschlachten, um zu überleben. Was mich wirklich interessiert, oder anders, ist halt die Story, weil
Das Konzept ist vielleicht nicht sehr neu, weil es erinnert einen sehr an Lost, würde ich sagen, wobei das wahrscheinlich definitiv ein besseres Ende haben wird, hoffe ich zumindest. Ich weiß nämlich nicht, wie das Ende weitergeht. Ich habe jetzt nur die 4 Bänder. Es gibt 5 oder 6 Bänder schon. Und ich bin auf jeden Fall gespannt darauf zu erfahren, wie es dann halt, wie das alles enden wird. Werden die zwei überleben und glücklich heiraten und dann irgendwann sterben oder so? Ende gut, alles gut? Oder gibt es ein Bad Ending, was ich nicht so sehr hoffe? Naja, die Story soweit kennen, ja, von der Story her, was passiert da halt? Ryota wie seine anderen Mitspieler, wo ich jetzt nicht weiß, wie viele es genau sind, kommen eben, werden halt von ihrem Real Life quasi entführt oder ja, die kommen halt weg, werden von ihren eigenen Verwandten oder Familie weggeschickt oder Freunden und kommen dann auf die Insel, kriegen dann so ein Chip hier rein implementiert in die Hand und halt die ganzen Waffen wie in diesem Bitum Online-Spiel. Und der trifft da halt erstmal ein paar Leute, merkt da schnell, dass man hier wirklich, dass es hier wirklich das Spiel hier im Real Life umgesetzt wurde. Und da geht's, und dann erfahren die halt eben bei ihre ganzen Abenteuer. Moment, ich zeige euch mal ein paar Sachen einfach mal. Ich spiele mal hier ein bisschen durch. Dann könnt ihr ja ungefähr sehen, wie es da aussieht. So. Ah, hier sieht man auch, wer hier noch am Leben und wer schon tot ist. Auf jeden Fall sind da wirklich einige Psychopathen mit dabei, die auch gar nichts halt machen. Zum Beispiel der Typ. Ist es Ryota? Ne, das ist nicht Ryota, das ist der kleine Scheiße hier. Ja, der ist voll der Psychopath. Der nimmt aber auch eigentlich ein schnelles Ende dann. Ich kann euch den auf jeden Fall empfehlen, weil ist viel Action drin, kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man es sich den holt. Holt euch, wie gesagt, wenn ihr wisst, wenn ihr den Anime gesehen habt und wissen wollt, wie es weitergeht, könnt ihr euch den gut beherzigt holen. Und zwar würde ich euch dann aber empfehlen, euch das Band, die Box zu holen. Spart ihr nämlich einiges. Den Link packe ich gerne in die Beschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.